Herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Natürlich weiterhin mit dem Spawny. Wir sind natürlich weiterhin hier am Aufnehmen. Dass das genau mit dem 50. Video hingekommen ist, dass wir da einen Cut mit der neuen Stadt gemacht haben, das war wirklich Zufall. Also das müssen wir jetzt wirklich mal sagen. Das war nicht gewollt, gar nichts. Wir haben uns eigentlich gefreut, dass das Update kam. Aber es ist irgendwie nicht aufgegangen. Nee. Ich habe 216 Arbeitslose. Ja, das ist nicht sehr toll. Die pendeln nämlich schon zu deiner Stadt. Oh, guck mal. Ja, lasse pendeln, wenn ich ganz ehrlich bin. Dafür gibt es diesen Pendelverkehr. Richtig. Ja, ich spiele in dem Retro-Look, warum sich manche Leute vielleicht fragen, warum das so komisch aussieht. Man kann unter Option Retro-Look auswählen. Ich habe das gemacht. Und wir werden jetzt erst einmal zu dem Andi gehen in diesem Video. Der baut nämlich eine komplett andere Stadt extra. Er macht nämlich eine neue Taktik. Genau. So, der Andi baut Streißstadt. Hier, Kreise, Kreise, Kreise. Und ich glaube, er wird 4 Kreise bauen. Und ein Kreis ist für die untere Stand, der andere für die mittlere Stand. Dann ein Kreis für die Industrie. Und hier oben der Kreis wird für Luxusbereich. Genau. Richtig. Und er hat... Ja gut, er kann hier zwischen die Straßen, seht ihr, da hat er jetzt normale Straßen noch. Die wird er später abreißen, gehe ich von aus. Und wird die auf Luxus, wird auf Autobahn machen. Dass zwischen den Städten immer eine Autobahn ist. Und dann kann er auch einfach hier Autobahnen so miteinander verbinden. Ich bin gespannt, wie es wird. Natürlich hat er jetzt hier wirklich Katastrophe noch ein bisschen mit seinem Verkehr, weil er halt Feldwege hat. Aber diese Feldwege kann man ja ruckzuck auch ausbaden in dem Sinne. Genau, da warte ich noch, bis dass ich ein bisschen Kohle habe. Ich habe jetzt gerade nochmal ein Krankenhaus gebaut und jetzt vielleicht habe ich genug Geld wieder dran gesammelt und werde dann nach und nach die Feldwege auf Straßen aufbauen und dann hat das auch ein ganz anderer Blick. Ja, ich kann euch das auch einmal zeigen, wie er das gemacht hat. Natürlich habe ich das in dem letzten Video schon gezeigt, dass man beigehen kann. Man geht auf Straßen. Dann nimmt man hier jetzt zum Beispiel den Feldweg, man macht den Kreis, man sagt, okay, hier möchten wir jetzt so einen Kreis hin haben. Und dann zieht man ihn einfach auseinander, Leute. So wie man ihn haben will. Genau, ich habe vorher einen geraden Strich gemacht. Einfach ganz gerade. Genau, in der Mitte durch. In der Mitte durch und dann habe ich den Kreis drumherum gebaut. Genau, also er hat zum Beispiel, ich mache das jetzt einmal ganz kurz, Leute, um euch das zu präsentieren. Er ist beigegangen, hat so den Strich da durchgezogen. Man kann dann ja Shift festhalten, dann bleibt der Strich gerade. So, dann hat er den Dingens genommen und hat einfach... Nein, das war ja falsch, ich Blödmann. Dahin. Anfang der Straße angefangen und runter bis zum Ende gezogen. So. Und so hat er in dem Sinne sich den Kreis gebaut. Ja, ihr müsst dann gucken, wie lang ihr die Straße haben wollt. Ich würde jetzt sagen, so groß sollte man schon fast den Kreis machen. Ja, ihr könnt ihn ein bisschen ovaler, ein bisschen schräger machen, ganz nach euren Vorlieben. Man muss nicht immer diese Kacheln bauen, so wie ich das mache. Aber, wenn ich ganz... Der Nachteil bei diesem Stadtbau, den ich jetzt habe... Was nicht unbedingt ein Nachteil ist, aber der Unterschied ist, du wirst mit dem Kachelsystem auf jeden Fall mindestens doppelt so viele Bewohner erreichen können, wie ich mit meinem Kreisstadt. Ja gut, du kannst aber immer noch außen herum überall was bauen, dies und jenes. Also die Quadratmeterfläche bleibt ja ungefähr das gleiche. Genau. Also das muss man sehen, wie man will, dann später, finde ich, ne? Ja, ja. So, jetzt bauen wir da nochmal ein bisschen Industrie hin. Um dass wir noch ein bisschen mehr Kohle verdienen, Leute. Wir haben nämlich jetzt immer noch 17 Arbeitslose, das ist nicht viel. Aber wir werden jetzt auf Feuerwehr gehen. Jawohl. Und die gute Feuerwehr setzen wir... Wo
Ja, ich wollte eigentlich vorhin solche Halbkreise bauen, Leute, und damit meine Stadt bauen. Zum Beispiel wollte ich beigehen und wollte so einen Halbkreis bauen. Aber ich kriege das einfach nicht gemalt. Ah, so. Genau so Halbkreise wollte ich bauen. Vielleicht mache ich das gleich noch. Ja, ich habe vorhin den falschen angewählt. Ich blöd, Mann, Anni. Solche Halbkreise wollte ich bauen. So. Jetzt haben wir zwar die falsche Straße genommen, aber das ist ja nicht schlimm. Da drückt man einfach auf Straßenupdate. Und man datet gerade einmal ab. So, und jetzt können wir nämlich hier. Das wird nämlich jetzt der Sektor, wo ich nämlich jetzt hier die Feuerwehr, Polizei und ein Krankenhaus reinbauen werde. Und dann kann man das nächste Mal beigehen. Nehmen wir auch erstmal wieder Feldweg. Da muss man sich halt den Abstand. Der Abstand ist zum Beispiel jetzt viel zu groß. Da setzt das Computersystem hin. Und dafür müssen wir jetzt den hier nehmen. So. Seht ihr Ja, ich auch, habe ne? auch Feuerwehr gebaut. Krankenwagen steht auch schon. Jetzt Ja. sammle ich mir ein bisschen Geld für die Polizei ran. Wobei ich schon fast dann überlegen bin, ob ich erst Müll abfuhr und dann Polizei mache. Musst du Weil gucken, Müll wenn du habe ich jetzt Schu schon musst und du Schule bauen. Polizei sieht alles gut aus, ist nichts und Müll habe ich schon ohne Ende. Na, so, jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier Feldwege so ein bisschen gebaut. Jetzt habe ich Halbkreise gebaut. Ich will mal gucken, wie sich das auswirkt auf die Stadt. Hier oben lassen wir mal das Kachelsystem und hier unten baue ich dann gleich mittleren Bereich in diesen Rundkreis. Und mal schauen, vielleicht baue ich hier nächstes Mal den Rundkreis hin. Dass wir uns dann da in der Mitte treffen. Mal schauen, wie das aussieht. Ist mir gerade so in den Kopf gekommen, Leute. Probieren kann man ja hier genug in SimCity. Das muss man ja wirklich sagen. Die Grenzen sind unmöglich. Vom Bauprinzip her, finde ich. Wir haben jetzt Mein hier. Gemeindehaus schreit rum, dass ich die Arbeitslosen senken sollen. Ich habe aber Oh. null Arbeitslose. Ja, dann sollen sie sich nicht so anpissen. So, und jetzt bauen wir nämlich hier unser Gemeindehaus rein. Weil das passt nämlich da super geil rein. Habe ich nämlich jetzt ein bisschen spät gebaut. So, jetzt dürfen wir der Stadt auch einen Namen geben und wir nennen diese Stadt Rechteckhausen. keine Ahnung. Taufen hat keinen Namen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nichts. Ich lasse mir noch was Cooles einfallen, wenn ich ganz Vielleicht habt ehrlich ihr bin. ja ein paar Ideen, wie man seine Stadt nennen kann. Genau! Ja. Es heißt, so eine verrückter Karls namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Maximen! Maximen! Wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine große Stadt, um ihnen die richtigen Raum für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. Retten, retten wollte ich lesen. Retten. Treten, er tritt uns in die Fresse. Maximen! Wer ist Batman? Pff, niemand. Hallo, meine Kleine, wie heißt du denn? Batman. Ich bin Batman. Ich finde das so doof, dass sie denen so eine tiefe Stimme gegeben haben. Keine Ahnung. Finde ich ein Er bisschen doof. musste dir verstellen, damit keiner weiß, wer das ist. Ja, aber nicht ich bin Batman. Dann lieber, na meine Kleine, wie heißt du denn? Bärbel! Also keine Ahnung, finde ich ein bisschen doof, Andy, ne? Ne? Hätte er sich lieber die Stimme von Joker geben können oder so. So. Dann werden wir uns mal jetzt Gedanken machen, wie wir hier unseren Bereich auf den mittleren Bereich updaten können, ne? So. Dafür bauen wir doch hier schöne Naturi-Parkis. So, ich hole mir mal eben 25.000 ab durch Ach, Müllabfuhr. ich bin doch doof. Wir können auch hier große Skaterbahnen und sowas bauen. Die sind nämlich auch für den mittleren Bereich. Ja, Genau. das hab ich nämlich schon voll vergessen. Rabams. Dann gibt es nämlich hier einen fetten Skaterpark. Und dann gibt es hier noch eine Basketballanlage. Ja, hier für unseren deutschen Profis. Dann gibt es noch einen Fußballplatz.
den Pflanzen. Boah, der Fußballplatz, der gibt ja einen Riesenbereich. Ja, leck mich fett, Alter. Ja, Fußballplatz und Dingssportplatz ist sehr groß. Jawohl. So, da haben wir jetzt hier noch einen schönen fetten Fußballplatz gebaut und natürlich einen kleinen Park. Darf nicht fehlen, sonst meckern sie nachher. Den pflanzen wir dahin. So, und dann werden wir beigehen und hier das Gewerbegebiet bauen. Hier das Wohngebiet. Und da das Wohngebiet. So. Oh, guck. Jetzt haben wir Kachelhausen gebaut. Ja, auf jeden Fall, wer einen coolen Namen weiß, schreibt bitte in den Comments. Wäre sehr, sehr geil, Leute. Auf jeden Fall. Und dran denken, wer interessiert ist, an mit uns zusammen SimCity zu spielen, ob ihr mit ins CS kommt oder nicht, das wissen wir nicht. Ich gehe davon aus, eher nicht, aber wir laden euch ein, dass ihr hier auf dieser Welt mitspielen könnt. Genau. Es wäre nur schön, wirklich euer Alter zu sagen und dies und jenes. Und ihr müsst auch wirklich interessiert sein, unsere Let's Plays zu schauen. Ja, das natürlich auch. Und man kennt ja manche Leute schon von euch, die ständig Kommentare schreiben und dies und jenes. Und diese Leute, bin ich ganz ehrlich, werde ich eher bevorzugen wie Leute, die ich gar nicht kenne. Auf jeden Fall. Wenn ich natürlich weiß, ey, der hat mich abonniert, weil wir wissen, viele, die uns abonniert haben, gerade weil ich eine E-Mail darüber bekomme, dann gibt es auch keinen Unterschied. Aber sollte derjenige mich nicht, kein Abonnent dagelassen haben oder so, dann werde ich es nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Weil ja, die Leute, die hier schon lange zuschauen, sollen auch ein kleines Vorrecht haben. Ja. Nicht, ihr sollt jetzt ein Abo dalassen und dann könnt ihr mit uns zusammen spielen. Nein, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich finde, die Leute, die lange schon zuschauen, sollten ein kleines Vorrechtchen haben. Doch. Und das soll jetzt nicht heißen, ihr müsst jetzt abonnieren. Nein. Gleich dieses Kommentar wieder aus der Welt schaffen. So, jetzt erstmal ein Krankenhaus bauen. Das Krankenhaus kommt schön dahin. Jawohl. Wir haben nämlich 10 Tote pro Tag. Das ist nicht angenehm. Dazu gibt es sofort einen Krankenwagen und einen Patientenflügel, weil ich glaube, das ist nämlich gleich eh voll. So. Bis jetzt macht mir diese Stadt ein bisschen mehr Spaß. Gerade, ja, das ist weil auch auf jeden Fall was Neues, ne? Ja, gerade weil ich jetzt, kannst du dir ja gleich mal angucken, wenn du rüberkommst, dass ich so halbkreisig mache. Sieht schon cool aus. Da komme ich doch gleich mal rüber. Ach, die sehe ich ja von hier schon. Ja, irgendwie aktualisiert er die Stadt auch ein bisschen schneller, kann das sein? Oh ja, das scheint wohl wirklich enorm verbessert zu sein im Gegensatz zu vorher. Weil vorher hat es ja, ja, okay, jetzt spielen wir auch zeitlich gleich ungefähr, ne? Ja, aber trotzdem hat es sich ja vorher gar nicht aufgebaut. Bevor ich nicht drüben bei dir war, hat sich ja gar nichts geändert. Sieht schön aus. Sieht auf jeden Fall besser aus wie diese Kacheln. Oh. Ja, also finde ich zumindest. Na gut, später wirst du die Kacheln eh nicht mehr sehen, ne? Nee, aber ich finde, so hast du verschiedene Kreuzungen, ne? Häuser. Ja, klar. So hast du verschiedenes Bausystem irgendwie, ne? Und die andere Seite da, wo dieses kleine, wo noch keine Kacheln sind, da mache ich auch so welche dann für den Luxusbereich. Und ja, der Rest ist dann über für andere Sachen. Mal die Stadt nicht so groß bauen, Leute. Nur weil unten steht, dass Wohnsiedlungen gebaut werden, heißt das nicht, dass man welche bauen muss. Genauso Industrie und Gewerbegebiet. Genau. Weil es gibt die Situation, dass einerseits danach schreien, dass sie ein neues Gewerbegebiet brauchen, also das Blaue. Und gleichzeitig schreien deine Gewerbegebiete, dass sie keine Kunden haben. Was genau, ja, dann Schwachsinn ist zu bauen. Ja. So, auf jeden Fall habe ich gerade Müllabfuhr gebaut. Andi, seine fahren schon bei mir rum. Haben schon 237 Mülltonnen leer gemacht. Guck mal, jetzt zeigt das auch an, dass du Mülltonnen bei mir leer machst. Ja, okay. Du hast 248 Mülltonnen geleert bei mir. Meine fahren noch nicht. Unten in der Anzeige. Ganz normal. Ich hatte ja noch keine Müllabfuhr. Die fahren jetzt erst los, meine. Achso, wenn du unten anklickst. Genau. Okay. Da stand gerade 252 Mülltonnen geleert. Und meine sind jetzt erst losgefahren. Ich habe ja gerade erst gebaut. Ja. Na, guck. Also daran sieht man einfach, dass das wohl bei der anderen Stadt nicht so richtig funktioniert hat. Ja. So, auf jeden Fall haben wir Krankenhaus.
7 Patienten, mal gut, dass ich gleich ausgebaut habe, Leute. Die Feuerwehr ist da. Auf der Feuerwehr können wir mal diese Sirene... Ah, nee, ich baue die Sirene noch nicht drauf. Erst, wenn sie fördern. So, was möchte denn unser Bürgermeisterhaus? Wohlbefinden der Stadt, Wohlstand. Es gibt zu viele kranke Leute in dieser Stadt. Die Sims brauchen eine Klinik. Oder ein Krankenhaus. Ja, hab ich doch schon. Behandeln Sie 5 weitere Patienten. Da sind wir beide. Ja, die Stadt erstickt im Verkehr, Bürgermeister. Wir brauchen öffentliche Transportmittel. Bleiben Sie ruhig, junger Mann. wirklich heiß. Was dieses Feuerwehrmänner machen? Ah, ich meine natürlich nur wegen dem Feuer. Ja, ich würde sagen, sie fahren gleich zu dir los, du kleines Arschgesicht. Ja. So, 474 Mülltonnen entleert von 618. Wir sagen, schaui laui, denkt an die Kommentare, wie ihr das mit dem Rundkreis hier findet. Bei Andi mit den Kreisen würde mich auch mal interessieren, wie ihr das findet. Mit diesem Kreissystem, jetzt kann man es nochmal so leicht sehen. Und denkt daran, wer Interesse hat, mit uns zusammen zu spielen, soll sich bitte melden. Nicht unter das Video schreiben, sondern das bitte bei Facebook. Und wer einen Namen hat für meine Stadt, auch bitte. Das könnt ihr aber unter das Video schreiben. Genau. Bis denne, wer Ihnen das Video gefallen hat, Daumen hoch. Bis denne, ciao, ciao. Tschüss.